grüße euch, Paraguay Live, und herzliche Grüße und frohes neues Jahr aus Piribaboy. Ihr hört die Naturtöne bei uns auf der Farm. Einfach klasse. So, das heutige Thema ist Hausverkauf in Deutschland, in Österreich bzw. in der Schweiz und vor allem, wie ihr euer Verkaufserlös hierher nach Paraguay ganz legal bringen könnt. Also bleibt dran. So, ihr habt mich immer wieder gefragt, Pitt, wie ist es denn eigentlich? Ja? Ich habe zum Beispiel ein Haus in Deutschland, in der Schweiz bzw. in Österreich und möchte es verkaufen. Es ist natürlich ganz klar, dass viele von euch sich zu so einem Schritt entscheiden, aus logischen Gründen. Und dann fragt man sich klar, okay, ja, ich habe jetzt Summe X, die mir zur Verfügung steht, was mache ich? So, also ganz klipp und klar, die erste Sache ist es, werde ich da oder da wahrscheinlich, muss ich mal sehen, verlinken. Ihr braucht dazu, um Geld zu überweisen, braucht ihr natürlich die Dauerhaftserlaubnis in Paraguay beziehungsweise später auch den Personalausweis, und zwar den paraguayischen. Und da werde ich euch verlinken, wie ihr dazu am besten kommt. Also, wenn ihr schon über unser Team, da gebe ich unten auch noch extra die Telefonnummer zu uns, beziehungsweise auch die E-Mail-Adresse, falls Sie noch keine Daueraufenthaltserlaubnis haben, beziehungsweise keinen Ausweis, dann wenden Sie sich bitte oder ihr an euch, damit wir euch bei diesen Gelegenheiten helfen können. So, hier mal noch bei der Gelegenheit, also hier der Ausblick von unseren Baugrundstücken ausgesehen, und hier die Mangos, seht ihr, das ist ungefähr wie in Deutschland oder in Polen auch, da fallen die Mangos hier wie die Äpfel runter und so schnell kann es keiner essen. So, und da sind noch hinten die Yucca-Palmen, da könnt ihr sehen, die hat man extra aus Deutschland mitgebracht. Also einfach schauen, also in Deutschland waren die nie am Blühen. Und hier bei uns in Paraguay, also sieht man ganz genau, einfach herrlich. Ja, die Yucca-Palmen, da kennt sicherlich jeder von euch. Aber nochmal zum Thema. Also, die Daueraufenthaltserlaubnis plus die Zedula, also der Personalausweis, sind notwendig, um, ja, um ein Bankkonto zu öffnen, und zwar in Paraguay. Also wenn ihr das Geld von Deutschland, von der Schweiz aus bzw. von Österreich aus nach Paraguay überweisen möchtet, braucht ihr in Deutschland hier ein Bankkonto, und dazu braucht ihr natürlich die notwendigen Dokumente, die hier. So, die zweite Sache, was ihr braucht, klar, wenn ihr Immobilie verkauft, bekommt ihr einen Notarvertrag, und diesen Notarvertrag, und zwar im Original, bringt ihr bitte hierher nach Paraguay. Wir werden ihn dann hier durch hiesigen Übersetzung oder Übersetzer, besser gesagt, übersetzen lassen, und dann haben die ihre Gültigkeit. Macht die Sachen bitte nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz oder Österreich, alles einfach rausgeschmissenes Geld ist. Also auf jeden Fall hier durch vereidigte Dolmetscher kann man die Sachen erstmal preiswerter machen, und zweitens haben die ihre Gültigkeit. Also auf jeden Fall den originalen Notarvertrag bitte mitbringen hier nach Paraguay, damit ihr das Geld dann später
ganz legal überweisen könnt. Von Deutschland aus, von der Schweiz, von Österreich nach Paraguay. Ja, so sehen im Prinzip die Sachen aus, relativ einfach, also wirklich kurze Zusammenfassung. Daueraufenthaltserlaubnis, langsam PIT, Personalausweis, so und dann Bankkonto eröffnen. So in dieser Reihenfolge funktioniert das und mit uns, mit unserem Paraguay Live Team, auf jeden Fall funktioniert es einwandfrei. Wir sind zwar nicht die billigsten, aber die besten. Also mach's gut. So, falls euch das Video gefallen hat, einfach Likes nach oben. Wie immer, teilt das Video an eure Freunden, auch an Facebook-Freunde, Twitter oder Instagram ist es sehr wichtig, damit alle letztendlich die Tipps weiterhalten können. Okay? Also Likes nach oben, wir sehen uns im nächsten Video und sämtliche Fragen bitte unten in den Kommentaren stellen, da kann ich diese euch persönlich auf jeden Fall beantworten. Macht's gut aus dem sonnigen, schönen Paraguay.